Kuckuck und willkommen zurück. So, wir werden uns jetzt noch ein bisschen weiter umschauen und mal schauen, ob wir jetzt... Ich habe eigentlich eine Idee gehabt, und zwar, ob wir vielleicht dem Vogel... Moment. Ich muss gerade mal was überlegen. Warte mal, nochmal geh ich nochmal runter. Nee, nicht der. Moment, nochmal hoch. Ich wollte gerade nochmal zu dem anderen hin. Moment. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, was auch wunderbar ist. Fantastisch wunderbar. Wie bin ich denn jetzt da durchgefallen? Ach so, das ist das Loch. Ach, siehst du? Das ist das Loch. Hui! Ah, jetzt weißt du, was das hier ist. Du weißt, wer du bist oder wer ich bin oder wer wir alle sind. Moment, ich habe gerade noch eine Idee bekommen. Warte mal. Wir werden jetzt hier die Leiter hochwerfen, ganz einfach. Schnippidi schnapp. Leiter hoch. So. Und jetzt gehen wir mal. Hallo Vogel, wie geht es dir? Hey Mädchen. Hey, hey. Okay. Ich habe ein verlorenes Ei für dich, okay? Ich habe hier doch eins für dich. Es ist ganz toll und auch... Ich glaube nicht, dass sie das täuschen wird. Immerhin okay. Ist sie eine Mutter. Ja, natürlich. Mütter lassen sich dabei nicht täuschen. Mann, das Schild hat dem Ding echt nicht zur Ehre gereicht. Wow, okay, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir halt nicht hier durchfallen durch diese kleinen Löchlein. Und dann, Moment, haben wir die Leiter mitgenommen? Nee, nicht. Hä? Ach so. Was? Wo oben? Können wir, Moment. Hallo? Wo? Von wo kommt denn die Stimme? Fallen wir einfach mal hier runter. Genau. Geil. Ich dachte, das würde uns jetzt irgendwas bringen. Das würde uns jetzt irgendwas bringen. Moment, gucken wir nochmal, ob wir vielleicht hier irgendwo noch hingehen können. Ja, mal gucken. Ist hier vielleicht sozusagen ein verstecktes... Es ist leer. Tun wir mal das Ei hier rein. Dieses große, alte, schwere Ei bringt hier nichts. Leute, ihr beeilt euch besser. Bitte. Hey, hört zu, ich kann es erklären. Ich wollte Jessys Ei putzen und... Hey, Moment. Wer bist du? Ich bin... Toll. Du steckst in großen Schwierigkeiten, junger Mann. Oh Mann, sag Harmony nichts, okay? Er hat mich sowieso schon auf dem Kieker. Wieso lässt du nicht einfach los? Ich bin zu 85% sicher, dass dich jemand auffangen würde. Ich stecke fest! Ich hänge an diesem Ast fest und kann nicht so weit zurückreichen. Oh, das ist natürlich ein Problem. Was hast du wirklich hier unten zu suchen? Ich bin nur einer Frucht hinterher, die vom Baum gefallen ist. Und dann bin ich durch ein Loch in den Wolken gefallen. Wieso muss Jessys Ei überhaupt geputzt werden? Naja, musste es nicht, aber ich brauchte die Arbeitspunkte, um meine Strafpunkte wegen schlechter Hygiene von letzter Woche auszugleichen. Was für Punkte? Was dagegen, wenn ich mich an dir vorbeizwänge? Ja, hervorragende Idee. Komm her, damit ich mich an dir festhalten kann. Auf keinen Fall. Dann häng mal schön weiter, Junge. Wie? Ja, komm! Komm her und zieh mich vom Ast! Meine Unterwäsche klemmt am Ast fest! Tut mir leid, aber deine Unterwäsche fasse ich auf keinen Fall an. Komm her und helf mir! Ja, man muss dem doch jetzt helfen, dem armen Kerl. Der soll sich dann halt einfach an einem festhalten, so. Hey! Toll, jetzt! Ja, lass mich zieh, nur noch hopp! Auf deine Schultern klettern. Ja, ja. Oh. Und ich dachte, ich wäre tollpatschig. Verpumm. Und der Vogel hat uns mal wieder gerettet. Okay, vielleicht können wir irgendwie sich überlegen. Eine Frucht ist runtergefallen, die er retten wollte. Was haben wir denn? Wenn wir ihm vielleicht diese Dinger geben, die Schuhe vielleicht anziehen oder sowas, oder geben wir ihm die doch einfach mal. Und dann? Nein. Oh. Okay. Nochmal runter. So. Und jetzt nochmal nach rechts. Tut mir leid, dass ich Jessys Ei verloren habe, okay? Bist du endlich gekommen, um mir zu helfen? Nein. So, geben wir dir doch einfach mal hier die Dinger. Ein gutes Paar Wolkenschuhe würde dich vor solchen Situationen bewahren. Ich werde daran denken. Das nächste Mal, wenn du mir hier runterhilfst.
Okay, also scheint das nicht geholfen zu haben. Vielleicht, wenn er das einnimmt? Hey, wenn ich dir ein goldenes Ersatzei gebe, würde dir das helfen? Helfen, in den Tod zu sinken! Was ich nicht will! Hm, okay. Da müssen wir wohl noch ein bisschen rumschauen und und irgendwas anderes finden. So. Okay. Oh. Knibbelig nix. Also dieses Geräusch war doch sehr... wie kann ich das beschreiben? Dieses... Ich werde euch gleich noch mal drauf hinweisen, wenn es wieder kommt. Hier lang zum riesigen Fruchtbaum. Entschuldigung, bin nur auf Durchreise. Jojo. Alles klar. Okay. Also wie könnten wir den da befreien? Hier geht's zum Papa, ne? Wenn ich mich nicht irre. Genau. Ach, der ist wieder fit. Mal gucken, was er jetzt erzählt. Bitte lege deine Opfergabe in die Schalen der Erleuchtung. Hi, Vater. Ich nehme nicht an, dass es auch eine große Leiter wie die gibt, die nach unten führt? Als ich das letzte Mal geschaut habe, gingen die meisten Leitern in beide Richtungen. Will dich nicht von der Arbeit abhalten. Bleib leicht. Okay. Das ist aber auch schwierig. Hier, kniffliger Moment. Okay, dann gehen wir nach hier, nach rechts. Vielleicht gibt es ja noch was bei der Madame. Wisst ihr, welche ich meine? Warte, wo waren die nochmal? Huch. Da natürlich nicht. So, vielleicht hier. War nicht hier die Madame? Vielleicht können wir mit der nochmal ein Wörtchen plaudern. Hi. Hi. Hör mal, ich glaube, es wird Zeit, das Monster zu bekämpfen. Du bist doch nur wütend, weil man dich nicht ausgewählt hat. Nein. So ging's mir gestern. Dann lass ich dich mal allein. Okay. Das goldene Ei. Nee, Moment mal, halt. Nochmal, ihr geben. Ich glaube, sie trägt bereits eine schwere... Oh, was für denn? Nee, wie trägt denn die Reiterin, die schwere lässt? Okay, vielleicht können wir ja irgendwas nehmen, oder? Nee, auch nicht. Fantastisch. Schwips die Schwaps nach oben. Jetzt ein bisschen außen rumlaufen. Nicht, dass wir wieder runterfallen. Nein. Uiuiui. So, und nach rechts gehen und da nochmal gucken. Beim Fiddly-Fips-Typen. Gab es hier rechts noch? Kann man diese... willkommen zurück. Die sehen nicht wie die von Jesse aus. Ich lasse sie besser in Ruhe. Ich glaube nicht, dass da drin Platz ist. Okay. Warte mal, ich will nochmal was ausprobieren. Schön, dich wiederzusehen. Genau, und jetzt? Wenn es jetzt nach King's Quest gäbe, könnten wir jetzt das hier anfassen. Aber das ist nicht King's Quest. Verdammt! Also King's Quest 1, meinte ich. Mit dem Baum. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, schaut es euch einfach an, dann wisst ihr, was ich meine. So, Eier, Vögel. Ach, hier ist dieses Ei. Da kommen wir natürlich nicht ran. Vielleicht, wenn wir das zweite reinwerfen, hey, ist irgendwie... will einer da oben ein Ei geschenkt haben? Nein? Ja, wenn wir die Leiter befestigen, vielleicht können wir den Schuh an die Leiter befestigen. Cole hatte recht. Ich bin tatsächlich dankbar für diese Schuhe. Geil. Echt spitze, du Vogel. Als ob ich jetzt noch Haken bräuchte. Da schau her. Wie ein Fels in der Brandung. Huhu. Ganz recht. Ich bin's. Dein schlimmster Albtraum. Hey, komm zurück und hol dir deine Retourkutsche ab. Obwohl, vielleicht solltest du nicht zurückkommen, bis du ein paar Hosen anhast. Vogelhosen. Was bringen uns diese Eier jetzt eigentlich? Leer. Ich habe immer noch keinen Plan, was uns die Eier bringen, ganz im Ernst. Jetzt haben wir zwei goldene Eier. In dem anderen Nest liegt ein drittes. Was wollen wir mit denen? Ja, vielleicht habe ich das auch schon längst wieder vergessen. Vielleicht wurde das auch schon erwähnt. Und? Was gibt's hier Neues? Machst du dich über mich lustig? Was für ein Vogel legt denn diese goldenen Eier? Ach, die? Das sind Ersatzeier. Wir machen die für die senilen alten Möwen, die immer vergessen, dass sie keine Eier haben. Dann lasse ich dich mal allein. Okay. Für die senilen alten Möwen. So... so eine wie diese hier wahrscheinlich. Okay, jetzt müssen wir den Typen unten befreien. Weil da ist ein Ei, welches wir ihm hier, also ihr hier geben können.
Das Problem ist, wie kriegen wir den da los? Vielleicht mit einem von den Stöcken, die hier haben. Reden Nein, wir doch mal dann mit ihr. Lass dich wieder an deine Arbeit gehen. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, ja, okay. Vielleicht hier die nehmen. Irgendwas, was wir vielleicht hier nehmen können. Nee. Okay, dann reden wir nochmal mit den zwei Wuselfupsen hier. Ihr wollt diese goldenen Eier zurückhaben? Nein, wir versuchen sie in Wolkenheim zu verteilen. Wenn man zu viele davon an einen Ort bringt, ist das zu viel. Shit. Gold! Nein, komm schon. Dotter! Kilogramm pro... Kilogramm pro Quadratdotter! Pro Quadratmeter. Richtig. Nun, bis später dann, ihr zwei. Adieu. Bleib auf den Wegen. Hieß das dann einfach, dass die Vögel, der mich auffängt, mich nicht mehr tragen kann und es den dann nach unten drückt und er mich dann unten absetzen muss, würde ich jetzt sagen. Oder? Das wäre jetzt so meine Idee, die ich dabei hätte. Hitte, hätte, hätte. Pappette. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir diesen Typen befreien. Vielleicht mit der Leiter? Ach, probieren wir es. Nein, die Leiter müssen wir ja hier lassen, verdammt. Nein. Wie können wir den retten? Wie können wir den Typen retten? Wir haben doch eigentlich schon alles durchgeschaut. Oder? Zwei Eier und eine Leiter. Warte mal, können wir vielleicht bei der Frau unten irgendwie die Leiter benutzen? Um an irgendwas ranzukommen vielleicht. Probieren wir es einfach mal aus. Einfach mal die Leiter mit allem ausprobieren, was es hier gibt. Ich will nicht da hochsteigen. Nö, warum auch? Ich will nicht da hochsteigen. Ja, ja, ich weiß, dass du das eigentlich nicht willst, aber ich will es trotzdem ausprobieren. Brauchst du Hilfe beim Herunterklettern? Ich habe eine Leiter. Ich komme hier nie wieder runter. Ach, du depressives Huhn. Okay. Zurück und... Mein Gott. Die zwei Eier könnte ich ihm nicht geben. Wie kriegen wir den da runter? Also ich darf nicht an ihn ran. Warte mal, wir machen mal eins. Wir gehen mal hier hin und versuchen dann... Ja, ich ja. denke, ich muss eine Leiter benutzen, um genau. da hochzukommen. Und vielleicht können wir die Leiter auch mit nach oben nehmen. Ich will es mal ausprobieren, wenn wir oben sind, ob wir denn die Leiter nehmen können oder ob sie dann automatisch an der Leiter wieder nach unten... Ja, genau. Okay, das war's schon. Warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Benutzen, fallen wir doch nochmal durch die anderen ich Löcher. Dass mir das Patent Millionen einbringen wird. Fallen wir doch mal hinten durch die anderen Löcher durch. So, und durch die anderen Löcher durchfallen. Aha. Vielleicht durch das andere dann. Wisst ihr, was ich meine? Durch das hier fallen. So. Dieser Tag kann einfach nicht noch... Hey, was zum... Genau, das meinte ich doch. Mich bei der Spielhalle abzusetzen? Das meinte ich doch. Manchmal ist die Lösung doch so nah. So, dann holen wir uns jetzt das und geben dann das dem lieben, wunderbaren Vogel. Vögelchen Plups nennen wir ihn einfach mal. Ich habe den Namen eh in einer Minute wieder vergessen, aber egal, darum geht es ja nicht. So. Dieses Geräusch, oder ich jetzt mal immer ernst. Achtung, hört mal hin, wenn sie jetzt hochklettert. Achtung. Psst. Also, ich will ja nichts sagen, aber... Nein, ich sage jetzt auch gar nichts mehr. Nein, das ist... Moment. Fallen wir nochmal ganz links runter? Da sind wir auch noch nicht runtergefallen. Komm, da fallen wir auch nochmal runter. Hui. Wupp. Jetzt sind wir zumindest mal hier durch alle Löcher gefahren. So. Gut. Und dann wieder rechts. Und zu diesem lieben Vogel, der will jetzt dein Ei wieder zurückgeben. Guck mal, hier ist dein Ei. Das ist toll, oder? Mann, ist das Ding schwer. Uiuiui. Das ist schön. Endlich ist es wieder da, das Ei. Ja. Ich kann's dir erklären. Ich hab's nicht. Ja, ich hab dich nicht. Oh, hey. War kein Problem. Hat keine Umstände gemacht.
So, und jetzt nehmen wir uns das Golden. Und jetzt müssten wir theoretisch, also wenn meine Theorie stimmt, so schwer sein, dass wir von dem Vogel nicht mehr getragen werden und er uns unten absetzt. Nee. Okay, jetzt haben wir 3 Eier. Tja, und jetzt? Vielleicht gehen wir nochmal hier hin. Da ist doch dieses Ding. Und dann machen wir mal in jedes jetzt ein goldenes Ei rein. Vielleicht ist das irgendwie was ganz Besonderes. Eine Opfergabe in die Schalen der Erleuchtung. So. Aber hallo, vorsichtig. Das Ding ist schwer. Hier rein. Hast du noch nicht von Harmnis Lehre über Leichtigkeit gehört? Nö, haben wir nicht. Deshalb setzen wir das auch noch hier rein jetzt. Warte, bevor du auf diese Leiter steigst, muss ich die Gewichtsbegrenzung dieser Wolke berechnen. 100 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Auftrieb und dann... Und dann? Hallo? Ja, und jetzt? Ab dafür! Warte, beweg dich nicht. Ab dafür! Oh nein, meine Schalen! Geil. Tut mir leid. Jui, 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 jui. Und so sind wir wieder nach unten gekommen. Blott. Es geht los! Sie kommen! Huh? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich glaube, das werden wir im nächsten herausfinden. Wir sehen uns dann. Tschüss!